weitere Folge. Teeny Tinas Wunderland. Hier liegt noch Müll herum, Drecksloot. Und da drüben sind die nächsten Gegner. Wir will im Versuch einen Abgrund. Lass mal diese Waffe testen. Oh ja, doch, gefällt mir. Gut für Range Fights. Der Vogel ist gar nicht so weit gekommen. Sein Killen hätte können. Und Blitzgefährte pfutzte nieder. Ich glaube, Blitzgefährte. Kann ich Triggerfinger üben. Ja, ich abdrücken kann. Du bist den kleinen Kabel. Und dann tot. Kann ich dir besorgen. Wurmsen. Und hoffen wir, es tut wieder am Boden. Ah, jetzt geben sie mir die Zaubersprüche. Ja, den mag ich lieber. Der Gift. Giftige Explosion. Ja, das sagt, darüber müssen wir. Schauen wir nochmal schnell hierher. Eine goldene Kugel, oder? Da war ich doch schon oben. Blitzgefährte, was machst du da oben? Hast du was gesehen hier oben? Über Super Jumps. Das ist wie Super Jump Rider. Ein Let's Play, wo ich mir auch nicht sicher bin, ob ich das weiter machen will. Weiter machen will. Nein? Du sagst nein. Dann ist das Let's Play tot. Das ist die Nebenmission. Ja, ich glaube, das ist die Nebenmission. Schauen wir mal, was hier abgeht. Was für Schläge. Den haben wir hier. Wimbo. Hallo auch! Ich komme gleich zur Sache, okay? Mein Team und ich wollten diese alten Glyphen studieren, aber die Gewundenen haben uns angegriffen und jetzt bin nur noch ich übrig. Vielleicht kannst du dich um sie, kümmern? Zum Beispiel jetzt gleich? Riech dir das, Schwester! Ich bin das neue SMG. Geil, hast du gesagt, nicht halt. Das macht schon Schaden. Macht schon Schaden, das Teil. Was ist das andere SMG? Du bist Hydras. Mädels. Mädels. Nichts anderes wollte ich sagen. Gute Arbeit, Pilzgefährte. Ich habe deinen Furz genau gesehen. Kehre zur Windung zurück. Dann hat die Leben. Dies ist nur eins meiner vielen Leben. Hast du dich ausgeschreit? In diesen Lebenwändern? Alles schon bekannt. Ah, das wollte ich. Die Rüstung anhauen. Anhauen. Auswählen. You're welcome, dude. Gut gemacht. Aber das war nur ein Überfallkommando. Du musst sie alle töten, damit wir sicher sind. Ich habe das im Griff. Wir müssen nicht auf den Feind zurückgreifen. Die mächtigste Waffe von allen ist Diplomatie. Ich habe schon viele Diplomaten erledigt, die anderer Meinung wären. Und du bist in etwa so charmant wie ein Tritt ins Gesicht. Ah, aber ich habe einen neuen Zauber gelernt. Personifizieren. Damit kann ich die magische Essenz aus etwas in der Nähe absorbieren, um meine Stimme zu verändern. Warte, Claptrap ist nicht einmal dabei. Ja, wie soll der hier helfen? Nur eine Sekunde. Ich habe außerdem den Blitzbart-Zauber gelernt. Wer braucht schon Räder, wenn man noch 15 Zauberflüsse im Tank hat? Verblähm, ihr Doofies! Klapp, klapp! Wir haben keine Zeit
Zeit zu verlieren. Kennst du die magische Rakete? Halt mich da! Diese Rakete ist randvoll mit magischer Essenz, um meine Stimme noch erstaunlicher zu machen. Viel Spaß dabei mit deinen dummen Beinen mitzuhalten! Wo ist das Ding, Alter? So! Viel Spaß beim wieder rauskommen. Schlauer Typ, schlauer Typ. Hat perfekt abgewartet. Ah, das Sturmwehr war gut. Das MG ist ein bisschen fad. Pistola wieder. In diese Richtung, was sagt die Karte? Ist hier eine Sackgasse? Ist hier eine Sackgasse? Nein, das sieht nicht nach Sackgasse aus. Dann gehen wir mal nicht da entlang. Und gehen in die Richtung, wo sie wollen, dass wir hingehen. Ausnahmsweise folgen wir nach dem... Oh, ein Claptrap. Oh, das ist die Rakete, die wir ins Meer geschossen haben. Ich dachte schon, du würdest nie fragen. Ich bin der König der Welt. Es funktioniert! Meine Stimme, sie verändert sich! Oh, sie wird lieber. Ich bin eine feste, maskuline Verhandlungsmaschine! Aufgepasst, Rekrut! Mach dich bereit und rück heraus! Wir müssen diese Stimme im Feld testen! Ich habe in der Nähe ein paar gefundene Ziele zum Beschwichtigen gesehen! Triff mich da, bevor ich meinen Motorrad so weit in deine Auspufföffnung schiebe, dass du schmierfett spuckst! Es kann losgehen! Hört zu, ihr Magen! Ich bin nicht hergekommen, um leere Drohungen auszusprechen oder euch in den Arsch zu kriechen! Ich bin auf einer Mission, einer Friedensmission! Stellt sofort alle Feindseligkeiten ein und ihr werdet ihr lebend rauskriechen! Aber wenn ihr mich kriegt, schwöre ich bei meinen Schaltkreisen, dass ich eure Schuppen über diesem herrlichen Meeresgrund verstreuen werde! Verhandlungen gescheitert, Rekord! Neutralisiere die Feinde! Meine Linie! Hier oben ist nichts. Kann Spawn campen. Das ist schon mal was. Verdammt, da ist es overpowered. Ja. Mit Tornado auch gerade am Laufen. Problem betrifft viel mehr als nur die Stimme. Ach, ich habe genug gehört. Der erste Schritt zu einer erfolgreichen Verhandlung ist eine positive Einstellung. Sei nicht so eine schwarze Assisi. Und jetzt zu... Ja, die sind perfekt. Während ich das Ritual durchführe, tänzelst du frohlockend um die Blumen herum. Ich fasse es nicht, dass ich frohlocken muss. Hoffentlich ist es die Sache wert. Weiter, nur weiter. Oh, oh, Claptrap. Und die beiden Alten. Ich halte meinen Stahl bereit. Spart uns etwas Zeit. Hey, hört mal zu. Wir alle sind Kinder des Universums. Wenn ihr also damit aufhören könntet, unsere Archäologen, Brüder und Schwestern zu töten und dem Frieden eine Chance geben, dann wäre das total super. Macht Liebe, nicht Krieg. Versteht ihr? Liebe Kinder des Universums, es gibt keinen Grund für...
Nicht Krieg? Was soll das? Willst du sie verführen? In meinem Kopf klang es besser. Das tut es eigentlich immer. Mann, ich wünschte, ich könnte dir den Kopf abschlagen und dir meinen geben. Bin ich verrückt oder war es eben total genial? Ja, ich weiß schon. So, Ring around the Rosie hier. Hier ist dann das Rätsel. Damit. Nee, Claptrap-Mission. Ja, yeah. Hallo Pilzgefährte. Whee! Super Jump Pilzgefährte! Okay, Claptrap. Ein Klappbottermann! Wer lässt denn da den Klüger hängen? Den Anker lenkt die Arme! Nur ein Scherz! Zuerst brauchen wir etwas Piratenatmosphäre. Matrose, lass die Säbel blitzen oder so. Piraten lieben es zu kämpfen. Ich würde ja gerne loslegen, aber außer uns ist niemand hier. Dir fällt sicher was ein, Matrose. Ich bin beschäftigt. Die Chancen steigen. Weißt du was? Ich glaube, mir ist was eingefallen. Lach jemanden. Wer das wohl sein wird. Ich bin ein Mimik. Oh, ich kann es kaum erwarten, ein verwegener, niederträchtiger Pirat zu sein. Moment mal, wie giftiger Himmel. Das ist kein Piratenschiff, sondern das Schiff eines Seehändlers. Oh, ich bin gekommen. Sehr gut. Meine Großmutter sagte, man solle niemals guten Tee oder eine gute Teehändlerstimme verschwenden. Bringen wir diese gefundenen Unholde jetzt zur Vernunft. Ah. Hier ist eine gute Verhandlungsbasis. Was? Du weißt schon. Ihr da? Wir müssen doch nicht auf so barbarische Maßnahmen wie Faustschläge und Schusswaffen zurückgreifen, um unsere Differenzen zu lösen. Wollen wir nicht lieber voller Inbrunst gemeinsam die Friedenshymne singen? Lass unseren Streit verwegen, kämpfen ist nicht an. Oh. Das war richtig schrecklich. Ich habe Leute nicht mehr so reagieren sehen seit... Naja, eigentlich erst seit kurzem. In der Tat. Ich nehme an, ich habe keine Wahl. Ich habe mir geschworen, nie wieder so tief zu sinken. Ich werde meine echte Stimme verwenden. Na los, legen wir los. Was meint er mit echter weiter. Stimme? Wird wieder gesungen. Kannst ruhig weiter singen, ich habe kein Problem damit. Wenn ich mich selber singen höre, klingt nichts mehr schlecht mehr. Klingt noch alles gut. Wo bist du hin, Kleiner? Hier rüber. Oh. In weiter. Ordnung. Bringen wir es hinter uns.
Das ist nicht deine echte Stimme. Hast du mehr Vocal Fry bekommen? Was ist los, Baby? Hast du deine Schuppen poliert? Oder strahlst du von Natur aus so? Sieh dir dieses Chassis an. Hey, meine Hübsche. Wenn ich einen Kiefer zum Ausrenken hätte, würde der jetzt auf dem Boden liegen. Oh, er ist heiß. Ja, eine haben wir noch. Zuckerzähnchen, du kannst mit dem Beten aufhören, denn Claptrap ist hier. Ich weiß, du bist gewunden, aber vielleicht können wir uns bei Verhandlungen entwinden. Oh, welch leckere Überraschung. Ja, warum rollst du nicht rein und wir besprechen die Details? Das funktioniert doch nicht wirklich, oder? Doch rausgekickt und lass gegessen. Lass mich in etwas Bequemeres schlüpfen. Oh, hey. Immer langsam, Schlangenmama. Kein Grund, ungeduldig zu werden. Komm schon. Ich dachte, du wolltest verhandeln. Du kannst dir von mir wünschen, was du willst. Immer sachte Puppe. Dazu fehlt mir die entsprechende Konfiguration. Weißt du, ich habe mich noch nie an einem Roboter versucht. Komm schon, Blitzport. Ah, verdammt, ich habe keine Zauberslots mehr. Ich muss hier raus. Oh. Ich schätze, die Verhandlungen sind vorbei. Du solltest dich fürchten, Latzau. Das ist nicht positiv verlaufen. Was für eine Überraschung. Ich glaube, die Shotgun ist noch immer overpiept. Blitzgefährt ist overpiept, too. Ich komme meinen Rücken. Gut, schätze ich mal. Das ist noch eine. Gut für euch, Team. Oder? Du bist ruhig. Wir waren Gefährte? Nein, niemand kämpft gegen sie. Tschüssi. Eine goldene Kugel damals erblickt. Achtet auf die schmutzigen Knöpfe. Geh weiter! Ich gehe weiter und hol mir diese Kiste hier. Skywalker. Teufel auch. Diesmal stecke ich ganz tief drin. Sonst noch was, was du mir sagen willst? Hast du Jünglinge, Younglings gekillt? Jugendlinge. Ist das das deutsche Wort dafür? Ich weiß es nicht. Matrose, ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Hilf mir, der Sand verstopft mir die Filter. Immer gerne. Du musst nur was sagen. Ernsthaft, noch ein Wort mit dieser Stimme und du kannst was erleben. Was für ein Tag! Nun, ich denke, wir sollten Quimble die guten Neuigkeiten mitteilen. Let's go! Und wir uns diesen Quimble. Wie kommst du hier runter? Ah, er hupft einfach. Quimble, wir haben was für dich.
Du wirst diese Gewundenen hier nicht mehr herumkriechen sehen. Also sind die Verhandlungen gut verlaufen? Hat Diplomatie funktioniert? Wie ein Stufe 9, Glücksbringer! Das war eine Katastrophe. Wie gesagt, ich habe mich darum gekümmert. Ah, ich verstehe. Nun, solange ich wieder in Ruhe arbeiten kann, bin ich zufrieden. Gut gemacht! Hm. Jetzt, wo keine Feinde in der Nähe sind, kann ich mich endlich mal ausruhen. Level up. Level up. Wir sind doch bald 40. Krass. Welchen Skill nehmen wir? Ich hab's mir auf jeden Fall durchgelesen. Schaut mich nicht an. Natürlich lese ich mir das durch. Etwas Cooles. Schaut nicht so aus. Okay. Karte sagt, wir haben schon ziemlich viel abgenagt. Oh, da habe ich ein kleines Stück übersehen. Oh, nein. Nein, das interessiert mich nicht. Ich mache das Rätsel als nächstes. Und dann die Hauptmission fertig. Aber Episode ist vorbei.